So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Weiß Together. Und wo sind wir denn hier überhaupt? Auf Route 7 habe ich gerade gesehen. Und das scheint mir der Weg Richtung Turm des Himmels zu sein, oder wie der auch immer heißt. Ja, Walter ist vorne, ist auch schließlich der letzte Level 30er, das passt so. Die hören uns eh nichts zu sagen. Wir hatten noch Schutz aktiv, okay. Du sprichst mich also tatsächlich an. Ein Trainer vom Format, so mag ich's. Hier, diese TM ist für dich. Dankeschön. Mit Ladestrahl kann ein Pokémon den Wert seines Spezialangriffs erhöhen. Mit etwas Glück werden seine Attacken also immer stärker und stärker. Ja, bin jetzt nicht sicher. Wollen wir das jemandem beibringen? Ist nämlich gar nicht so schlecht, diese Attacke. Der Einzige, der es lernen kann, ist sowieso er, aber mal schauen. Ich wüsste jetzt nicht genau, was ich ihm dafür weghauen sollte, weil Elektronetz und Elektroball wäre eine Combo. Allerdings, der behält sowieso das Ganze nicht mehr so lange. Ich hau einen Elektroball weg. So schnell ist er nämlich jetzt auch nicht, dass er die Pokémon so stark outspeedet. Kriegt er dafür lieber einen Ladestrahl. Ich wollte zum Turm des Himmels, aber ich habe mich verirrt und bin hier versackt. Tja, dein Pech, wenn du dich versackst. Nimmst du das nächste Mal besser keinen Sack mit, dann versackst du dich nicht. Epische Situation. Grillcheetah gegen Grillcheetah. Nur, dass ich eine sehr effektive Attacke auf meinem Walter habe. Anscheinend nicht ohne Grund. Oh, er überlebt das sogar. Das ist leicht überraschend. Okay, das Biest ist ja auch ein Level höher als ich, aber trotzdem. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass er das gleich so überlebt. Weil ich kenne Grillcheetahs Verteidigungswerte. Die sind nämlich nicht so besonders gut. Aber sie geben extrem viel EP. Wen schmeißen wir denn jetzt nach vorne? Die Eistüte darf mal wieder. Swatronen, also Nick, lernt er demnächst eh bald eine neue Attacke. Eine wichtige. Ach, was war das aber? Ach, sowas aber auch. Du bist ja gar kein Pokémon, sondern ein Trainer. Ja. So. Komme ich vom ganzen Geschichten erzählen schon gar nicht mehr dazu, die Sachen hier vorzulesen. So, es ist die Frage, kann unsere Eistüte dieses Mebrana besiegen? Probier es einfach mal. Okay, das ist zum Teil gut, dass es daneben gegangen ist und zum anderen Teil aber auch wieder nicht. Oh, ein Volltreffer macht er da gleich, okay. Ja, so geht's natürlich auch. Ein Serapendra, jetzt kommen die aber hier schon mit richtig starken Pokémon, muss ich mal so sagen. So vor allem voll entwickelt. Klar, vergiftet er mich hier gleich wieder. Mit seinem Giftschweif, aber dafür haben wir eine doppelte Stärke mit der Lawine bekommen. Das Serapendra ist auch so schneller. Gut, das hätte ich erwarten müssen, weil Serapendra ist an sich ein richtig schnelles Pokémon. Ich schicke da jetzt mal Petri rein, weil der kann damit, glaube ich, noch am besten umgehen mit dieser Situation. Vor allem kriegt er vom Käferbiss kaum was ab. Wird doch mehr als gedacht. Komm, gehen wir in die Akrobatik. Oh, klar. Kriegen wir noch den Giftturm hinterhergeschmissen. Dass ich genug Gegengift dabei habe.
Ja, da möchte ich jetzt wechseln, weil wenn Petri im gelben KP-Bereich ist, dann kann der leider nichts mehr. Was setzen wir denn gegen einen Schnuthelm ein? Komm, der darf weiter raus. Der war zwar gerade vorhin schon, aber der kann einen Schnuthelm wahrscheinlich noch am besten besiegen von den allen. So langsam sollten wir auf unseren Typvorteil beharren, sofern wir ihn kriegen, denn die Trainer hier sind langsam relativ stark. Habe ich jetzt zumindest das Gefühl. Weil die sind da auf einmal so von, ja, ich weiß gar nicht, was sie im letzten Part so alles waren, aber auf einmal sind sie ungefähr auf unserem Level. Gut, das ist sowieso so ein Phänomen, dass man ein Pokémon der 5. Generation mal beobachten kann. Weil wenn man mal so Generation 1 bis 4 nimmt, da ist ziemlich viel... das sind ziemlich viele Pokémon einfach nur... Also man ist einfach nach einer Zeit komplett überlevelt, das will ich damit sagen. Und ich hätte meine Pokémon vielleicht heilen sollen, bevor ich da irgendwas gemacht hätte. Jetzt darf ich nämlich nur den Leber verwenden. Ich wollte ich... den Beutel. Haben wir denn noch Beleber dabei? Nur 5 Stück haben wir noch. Das ist gut so. Die nächste Frage ist, haben wir noch irgendwo Gegengift? Ja, hier. Und als nächstes braucht man noch Tafelwasser. Für Eistüte. Für Petri. So. Ein Hyperball haben wir hier. Und da unten ist noch ein Trainer. Im hohen Gras gibt es nicht nur starke Pokémon. Naja. Wäre mir aber neu, dass es im hohen Gras starke Pokémon gibt. Normalerweise kenne ich das hohe Gras immer nur mit eher schwachen Pokémon. Und Litomid ist eigentlich ein blödes Matchup für unsere Eistüte, aber mal schauen, vielleicht treffen wir ja mal mit der Spiegelsalbe. Gut. Soweit, so gut. Oh, sogar seine Genauigkeit haben wir gesenkt. Das ist uns anscheinend gerade zugute gekommen. Gott, ist unsere Eistüte langsam. Wenn sogar ein Litomid das überholt. Also, das ist leicht peinlich, von dem Litomid überholt zu werden. Okay. Und da geht natürlich wieder der Eissturm daneben. Mach, weiß was, ich gehe natürlich, ich gehe gleich auf die Lawine. Die geht wenigstens nicht daneben. Langsamer sind wir sowieso. Solange der mich nur mit so schwachen Attacken angreift, ist Lawine sowieso das Beste, was man machen kann. Wird sowieso Zeit, dass die Eistüte sich bald entwickelt. 3 Level sind's noch. Und nein, das weiß ich nicht auswendig, das habe ich nachgeschaut. Zwar nicht gerade jetzt, aber kurz nach dem letzten Part habe ich doch mal nachgesehen, wann sich diese Eistüte denn überhaupt entwickelt. Ich liebe ja die Attacken Megasauger und Gigasauger. Die Kraftpunkte des Gegners werden weniger und die eigenen mehr. Sag mal, hast du dir schon einen Sedimantur geschnappt? Also falls du einen Sedimantur hast, würdest du vielleicht gegen einen Emolga tauschen wollen? Nö, ich habe nicht mal eins. Und den Emolga hätte ich mir auf der letzten Route fangen können. Oh. Da haben wir einen Dreifachkampf jetzt. Beim Dreierkampf treten 3 Pokémon gegen 3 andere an. Mit meinem Team und meinen Attacken werde ich siegen. Na gut, dass ich unseren Petri vorher noch geheilt habe. Sonst wäre der jetzt ziemlich leer. Und relativ unbrauchbar. Drei ziemlich starke Pokémon, wenn ich das mal so anmerken darf. Und es laggt, weil es zu viel los ist auf dem Schlachtfeld. Die Sache ist, Eissturm trifft mehrere, ja? Das war's doch. Akrobatik, wen wollen wir denn weghaben?
wir das Kleopatra erstmal weghauen. Und du machst... Was machst du denn? Du machst Siedewasser auf das Fletiamo. Okay, du machst gar nichts. Genau deswegen wollte ich das Viech ja eigentlich weghaben. Das boostet sich sonst in die Unendlichkeit. Oh. Wenigstens macht Petri seinen Job. Wann hättet erstmal ein Kleopatra? Es ist klar, dass du zurückgeschreckt bist. Beim Mogelschieb schreckt man nun mal zurück. So. Können wir wenigstens die Init von den beiden noch senken. Und das Ganze am besten noch einmal. Akrobatik auf Kupnada und du kommst ja deine Kaltung an Fletiamo ran. Ja, kaum ist die Init weg, schon kommen meine zuerst dran. Petri erreicht Level 32, das ist sehr schön. Er hat schon 84 Angriff. Fletiamo ist immer noch schneller als unser Nick, das war aber fast zu erwarten. Weil Nick ist nicht unbedingt der Schnellste. Der wird auch nicht sonderlich schnell. Ich bin das... Okay, ich vergesse es. Ich lese das Ganze nicht mehr vor. So. Haben wir noch ein paar Level 31er, die nach vorn müssen hier. Ich stelle die besser auch mal nach vorn, für den Fall, dass nochmal irgendwo so ein Dreifachkampf kommt. So, was hast du denn? Oh, du hast deinen Pokédex, verstehe. Das ist also der Grund, weshalb du auf Reisen bist. Naja, also ich gehe eigentlich auf Reisen, weil ich irgendwelche wehrlosen Trainer verkloppen kann, indem die ihr Geld aus den Taschen ziehen und mir davon ein tolles Leben machen kann. Da gibt es ein Pikachu gegen ein Illispin. Beides ziemlich schnelle Pokémon, möchte ich mal dazu sagen. Und es ist sogar schneller. Wundert mich jetzt auch gar nicht mal so. Es ist schließlich ein... Ja, komm, gib mir Voltwechsel. Aber ich wollte sagen, es ist schließlich ein Pikachu und Pikachu sind verdammt schnell. Chillabell noch schneller. Gut, unser Illispin ist jetzt auch nicht unbedingt der langsamste. Okay, der kommt jetzt mit einer Kehrschelle. Gott sei Dank zweimal getroffen. Ist richtig böse, wenn das Biest mit Wertelink da ist. Trifft das Ding immer fünfmal. Bitte hör auf, verdammt, jetzt hat mir... Muss mir der jetzt einen Volltreffer reinhauen? Ah. Connecten machst du halt. Hm? Connecten schneller? Oder kam der. Oder hat der eine Minus-Prio-Attacke? Das hätte mich jetzt nämlich echt gewundert, wenn Connecten schneller ist. Oder ist Connecten jetzt mal standardmäßig schneller als unser. Ich muss jetzt direkt mal schauen, ist das Biest zu langsam? Okay. Renekton ist tatsächlich schneller als Illispin. Hätte ich jetzt gar nicht mal erwartet, weil ich kenne ein Wattzapf normalerweise als relativ schnelles Pokémon. Tibasia. Dein Pokémon-Team sieht der Chef, das solltest du dir ein Päuschen gönnen. Aber auf jeden. So, als nächstes, ich möchte hier eine Kleinigkeit holen. Der Visucaster klingelt. Hallo Black, ich bin's, deine Mutter. Wie geht es dir denn so? Ach, auf Route 7 bist du gerade unterwegs. Mach keine Sachen. Du hast ja schon einiges am Weg hinter dich gebracht. Aber sag mal, passt du mir auch schön auf deine Pokémon auf? Ohne sie wärst du nie so weit gekommen. Das hast du als dein Pokémon zu verdanken. Also behandle sie auch dementsprechend. Hoppla, das kam gerade etwas strenger rüber, als es gemeint war. Da hat sich wohl der Trainer in mir zu Wort gemeldet. Aber gut, ich lege mal auf. So, was ich mich hier holen möchte,
ist eigentlich relativ simpel, weil hier liegt eine tolle TM, die ich unbedingt haben will. Die Kreuzschere. Und das ist zumindest mal eine Übergangsattacke für unseren kleinen Nick. Denn solange der noch kein Viel ändern kann, ist Kreuzschere die beste Alternative. Und ich sehe gerade, unserem Elespin können wir es auch beibringen, weil der hat ja momentan noch den Käferbiss und da ist die Kreuzschere einfach mal wesentlich besser. Auch wenn man mit Käferbiss schön die Beeren vom Gegner wegessen können, was mir jetzt gerade beim Trainieren relativ viel geholfen hat, weil da die Ordochs haben meistens irgendwelche Sinel- oder Citrobeeren getragen, die ich ihnen dann einfach weggenommst habe. Allerdings möchte ich hier jetzt erstmal wieder weg. Den machen wir später hier. Okay. Da haben wir noch zwei Ranger im Gras. Mein Kampfstil ist ein harmonisches Zusammenspiel aus Natur und Pokémon. Dann zeig mal her dein Zusammenspiel. Ein Folikon hat er. Gut, da können wir jetzt gleich mal die Kreuzschere auspacken, wenn wir schon hier dabei sind. Und dagegen hat ein Folikon eine Schwäche. Ist ja Pflanze Käfer und Käfer ist sehr effektiv gegen Pflanze und normal, also neutral gegen Käfer. Folglich hat man hier schön eine Schwäche, die man ausnutzen kann. 1000 EP und ein Sudachita. Nachdem mein Elespin jetzt allerdings schon ziemlich geschwächt ist, möchte ich ihn mal mit Voltwechsel hier rausholen und das wollte ich ja eigentlich vermeiden. Das, ja, vor allem mit dem Volltreffer, ich glaube, den hätte er jetzt nicht mal gebraucht. Die Frage ist, wen schicke ich da jetzt rein? Nick ist da noch ziemlich das Beste, weil der das Siederwasser als einziger resistet. Silberblick. Okay, das zieht gar nicht mal so viel ab, wie ich gewollt hätte. Solange der mich nicht mit Siederwasser verbrennt, ist das alles okay. Und das möchte ich tunlichst vermeiden, weil ein verbranntes Zwadronen ist für mich leider nicht... Das musste jetzt passieren, ne? Das war sowas von klar. Komm hier, da frisst dein eigenes Siederwasser nochmal. Darf ich mich gleich nochmal heilen gehen? Oh, aber das Siederwasser macht jetzt ordentlich Shit Damage. Da gibt's Level 32 für Nick. Gibt aber auch ordentlich Angriffspunkte wieder dazu. Oh, das Level-Up hat ihn jetzt gerade noch gerettet vor der... beim sicheren Tod. Walter und Renekton bräuchten noch ein Level-Up. Da gebe ich es mal Renekton. Er kann sich auch durch die Flug-Pokémon noch schön durchknirschen. Ja, knirsch doch mal. Verhöhner, ich hatte nicht vor, dich mit Statusattacken anzugreifen. Ich habe zwar eine, die mittlerweile laut der offiziellen Tierliste sogar verboten ist. Hast du mein Kampfstil etwa nicht verstanden? Wie sieht dein Kampfstil denn so aus? Was für Items gibst du deinem Team? Eine Wildbierbeere, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, was das macht. Das ist so eine Beere, die ich eigentlich so gut wie nie verwende. Ist wahrscheinlich sogar relativ gut, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich habe die bisher noch nicht verwendet, daher weiß ich jetzt nicht genau, was die macht. Dabei weiß ich doch sonst alles, ne? Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich es nicht nachschauen könnte. Einen Bärenbeutel brauchen wir. Ach, das ist die gegen Frost, okay.
Alles klar. Deswegen erkenne ich die nicht, weil das ist so eine situationsbedingte Sache mit Frost. Eine Sache, die eigentlich fast nie passiert. Oh, ein Petsneef. Gibt's ja auch nur im Winter. Und nachdem heute ja eigentlich der letzte Tag Winter ist, wäre es ja eigentlich cool, wenn ich es mir noch fangen würde. Ich schau mal, ob es den Voltwechsel überlebt. Wenn ja, dann fange ich's. Ich möchte nur irgendwas einwechseln, was die Eisattacke hier übersteht. Da kommt mir nämlich am ehesten jetzt mal Walter in den Sinn. Okay, kommt nicht mal eine Eisattacke. Hey, du kannst aufhören. Jetzt trifft der Tatsili fünfmal. Und noch ein Volltreffer sogar noch mit drin. Komm hier, nimm den Hyperball und sei glücklich damit. Der kommt übrigens nicht ins Team, wir haben schließlich schon ein Eis-Pokémon, aber ich habe mir gedacht, wenn es jetzt gerade schon Winter ist und wir hier sind, kann ich den jetzt auch gleich mal fangen. Der Schleim, der stets aus seiner Nase hängt, treibt seine Attacken an. Zieht es ihn hoch, steht ein Angriff bevor. Ich möchte ihm keinen Spitznamen geben, der bleibt sowieso nur auf der Box. Da kommt gleich noch ein Petsneef. Ein AP Plus. Sieht man noch immer gern. So, ab hier würde ich dann mal meine Folge wieder beenden. Jo, recht viel habe ich dieses Mal nicht geschafft, aber zumindest zwei neue TMs gekriegt und damit unser Team wieder ein bisschen aufgemotzt. Also, ich hoffe, euch hat's wie immer Spaß gemacht. Die nächste Folge seht ihr dann wieder bei Koto nächste Woche und übernächste Woche, sprich in zwei Wochen am nächsten Donnerstag, gibt's dann wieder eine Folge von mir. Bis dahin, macht nicht zu viel Unsinn, trainiert eure Pokémon fleißig weiter. Wenn ihr Züchtungstipps braucht, ab in die Kommentare damit. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.